darf man nicht auf. Und die India, die kicke ich heute auch weg. Ja. Voll los. Also jemanden von hinten an sozusagen. Ja. Mach ich fertig. Ansonsten alle. Mach ich alle fertig. Außer Stefan, der macht mich fertig. Ja, ne? Das ist immer noch spannend. Hallo Freunde, also heute sind wir in einer Soccerhalle mit einer jungen Dame vom Bubble Football Verbund Deutschland, der Lena. Die wird uns jetzt erstmal die Eigenheiten des Bubble Football vorstellen. Und jetzt können wir damit im Prinzip auch gleich anfangen. Ja, also im Hintergrund seht ihr schon die Bälle. Da müsst ihr jetzt gleich rein. So, am besten nimmt sich direkt mal jeder von euch ein und ich zeige euch, wie es losgeht. Sehr gut. Es gibt eine einzige Regel, ist nicht von hinten angreifen. Ansonsten könnt ihr euch immer und überall angreifen. Von vorne. Okay, von hinten. Ja, von vorne und von der Seite ist okay. Nur halt nicht, wenn jemand mit dem Rücken zu euch steht. Lass uns alle auf den Kameramann gehen. Ja. Also die Regeln sind wie folgt. Wir spielen 2 gegen 2. Der schöne Max und ich gegen India und Stefan. Team Ronötze gegen Team Messimovic. Der Ball ist im Spiel und es beginnt mit einer grandiosen ersten Kollision. Neuner am Ball. Klaas versucht noch in Chelsea Teambus-Taktik das Tor zu decken. Noch vergebens. 1:0 für Team Messimovic. Es geht direkt weiter hier in Frankfurt und oh, Team Messimovic geht vollständig zu Boden. Ist das die Chance für den Ausgleich? Dominik am Ball. Wird getackelt von Neuner und das jetzt der Konter. Ah, doch Max hat ihn und jetzt hier der lange Pass auf Dominik. Kann er den verwandeln? Nein, der Neuner ist im Weg, aber Max ist schon wieder unterwegs. Max rettet ihn. Sehen wir mal, was er sich ausgedacht hat. Und nach einem kurzen Bildausfall geht es hier auch weiter. Der Ausgleich ist tatsächlich gefallen. 3 Mann jetzt am Boden. India, die einzige auf den Beinen, kann sie diesen Vorteil ausnutzen. Oh, Max ist natürlich da und beschützt das Tor. Jetzt auch Dominik am Start. India versucht hier noch zu blocken, aber Dominik ist durch und das müsste es sein. Das, ja, das 2:1 für Team Ronötze. Ja, geht auf Licht. 3:1 für Ronötze. Ich liebe dich. Nur noch wenige Momente zu spielen in der ersten Halbzeit. Oh, das sah schmerzhaft aus. Der Ball liegt direkt auf der Linie. Glück gehabt für Ronötze. Max mit dem grandiosen Pass zu Dominik. Und kann er den verwandeln? Neuner ist schon auf dem Weg. Und Tor 4:1 für Team Ronötze zur Halbzeit. Ist irgendwie nicht so ganz mein Spiel. Das ist irgendwie auch nicht lustig, man hat irgendwie gar keinen Spaß. Das ist kein Fun-Sport. Das ist ganz, ganz belastend. Man braucht schön Konditionen für. Tommy, wir müssen uns das einfallen lassen gegen den Neuner. Ja, das ist der einfach, am Anfang, der haut. Ich sag mal, die Zeit wird Spuren hinterlassen und dann ist er fertiger als wir. Wir müssen nur durchhalten. Ja, India ist fit, die macht Morgensport. Aber ich mache ja so keinen Morgensport, nicht so viel. Wir sind zurück mit der zweiten Halbzeit. Es steht 4:1 für Team Ronötze. Hoffen wir mal, dass der Coach dem Team Messimovic in der Kabine eine neue Taktik ans Herz legen konnte. Denn bisher ist das leider kein allzu spannendes Spiel. Jetzt hier Stefan am Ball mit dem Zug zum Tor. Dominik kommt und klärt auf der Linie in letzter Sekunde. Aber Stefan lässt sich nicht unterkriegen. Ist wieder am Ball, wieder mit Zug zum Tor. Aber Dominik übernimmt hier der Ball in die Mitte. Ah, vorbei an Max. Kann Max sich nun gegen Neuner durchsetzen? Der ist wirklich ein Fels in der Brandung. Hier versucht es erneut. Jetzt der direkte Schuss leider daneben. Jetzt hat er es geschafft. India fällt, Dominik fällt und Neuner setzt sich durch. Wieder mit Zug zum gegnerischen Tor. Jetzt für Team Messimovic. Ja,
und der Fels fällt. Sehr gut gespielt von Max, der jetzt auch den Ball wieder im Besitz hat und direkt passt zu Dominik, der nur noch von ihm hier gestoppt werden kann. Aber was macht er denn jetzt? Was für ein Disrespect. Mittlerweile sieht es recht hoffnungslos aus für Thiem Esimović. Oh, gleich drei Mann am Boden. Hier Stefan der Erste wieder auf den Beinen, direkt am Ball. Und tatsächlich das 5:2. Wenigstens ein weiterer Gnadentreffer. India, die Erste am Ball, schafft es auch. Ah, da wird sie direkt von Max getackelt und umgehauen. Ist aber direkt wieder am Ball. Hier passt schön zum Neuner nach vorne. Der ist jetzt doch etwas überfordert. Versucht Dominik hier vom Durchlauf abzuhalten. Hat aber doch irgendwie keine Chance. Dominik passt zu Max. Max ist jetzt frei vom Tor. Kann er das schaffen? Ah, er scheitert an India, die hier sehr gut verteidigt. Langer Pass nach vorne auf Stefan, der jetzt knapp an Max scheitert und perfekt platzierter Ball. Dominik am Start. Jetzt die letzten Sekunden des Spiels laufen. Können sie da noch was machen? Und Max verwandelt. 6:2 Endstand. Thiem Ronötze gewinnt glorreich. Und ich lasse euch jetzt alleine mit den Highlights. Viel Spaß. Ich bin voll Kopf auf dem Boden. Echt? Ja. Wieso? Weil du mich getackelt hast. Mein Name ist Sophia, ich bin 12 Jahre alt und komme aus Dänemark. Ich bin 1,94 groß. Und in meiner Vagina steckt ein Schraubenzieher.